Da haben wir Davy Frick, die Konstante im Umbruch des FSV Zwickau. Er steht heute vor seinem 400. Pflichtspiel für den FSV. Sein Trainer Rico Schmidt bezeichnet ihn als lebende Legende. Heute also Saisonauftakt beim BFC Dynamo, stimmungsgeladen, knapp 3000 Fans sind gekommen ins Sportforum nach Berlin und die sehen nach knapp 9 Minuten die erste Gelegenheit. Ecke durch Außenverteidiger Ben Meyer, Kopfball Innenverteidiger Eder und da haben wir Benjamin Lenais, vor wenigen Tagen erst verpflichtet vom FC Augsburg, vielleicht kennen ihn einige noch aus Magdeburg, da spielte er mal ein Spiel im Sachsen-Anhalt-Pokal in der Saison 21-22. Jetzt segelt er bei der darauffolgenden Ecke vorbei und Rufat Dadaschow staubt ab und netzt ein zum 1:0 für die Gastgeber. Der Torschützenkönig aus der Saison 17-18 ist er zurückgekehrt in dieser Saison zum BFC und markiert Saisontreffer. Na klar, Nummer 1. Wie reagiert der FSV? Sie werden jetzt mutiger und stärker. Nach gut 20 Minuten Kufur mit viel Platz legt nochmal ab. Und dann wirkt es alles etwas zu umständlich. Jeder darf mal, keiner kommt so richtig durch. Vogt dann mit dem Versuch und am Ende ist es eher ein Field Goal. Deutlich drüber von Felix Schlüsselburg getreten. Eine heftige Regendusche kühlte dann die Spiele ab, aber so schnell wie sie gekommen ist, flog sie auch weiter und wir können uns wieder aufs Sportliche konzentrieren. Der BFC nach 38 Minuten im Vorwärtsgang, das ist Didis und Suljic wickelt sich um seinen Gegenspieler herum und trifft die Latte. Die Gastgeber kurz vorm 2:0, da wäre auch der Keeper, da wäre Lenais machtlos gewesen. Berlin aber drückt nochmal aufs Gaspedal. Rufat Dadaschow mit viel Platz und hier zeichnet sich Lenais wieder aus. Greift über und kann den Einschlag verhindern. Glück für den FSV, dass es zur Halbzeit nur 0:1 steht. Rund 600 Fans sind mitgereist und die peitschen ihr Team das gesamte Spiel über nach vorne. Rein in Durchgang Nummer 2, 50 Minuten rum. Stockinger wird nicht angegriffen, darf abziehen und trifft. Die kalte Dusche, wie schon in Durchgang Nummer 1, früh auch in Halbzeit Nummer 2 durch den Neuzugang aus Bayreuth ist er gekommen, Tobias Stockinger. Herrlicher Treffer, keine Frage, wir werden es auch in der Hintertorkamera sehen, da ist für Lenais nichts zu machen. Das Brett wird dicker, was es zu durchbohren gilt. Was fällt dem FSV ein? Theo Martins. Mit einer guten Flanke. Albert sucht da, aber Chris Rea ist vor ihm an Ball und kann gemeinsam mit Leon Bethke die Situation entschärfen. Trotzdem eine gute Aktion mal vom FSV. Davon braucht es aber mehrere. Andere Seite, wieder eine Ecke. Da war doch was. Genau, das 0:1 aus FSV-Sicht. Und fast scheppert schon wieder, weil der Ball durch Lenais Finger rutscht. Da muss man natürlich besser zupacken. Jetzt der Anschlusstreffer und vielleicht geht ja noch mal was. Vogt, der kann doch gut flanken, macht er auch, sieht Albert, aber der hat wohl zu viel Brustmuskeln trainiert. Da springt der Ball zu weit weg und dann kriegt er ihn am Ende nicht mehr unter Kontrolle. Lukas Albert aus Plauen nach Zwickau gewechselt. Wenn noch was gehen soll, müssen sie sich beeilen. 15 Minuten sind es noch ungefähr und solche Stockfehler müssen die Zwickauer vermeiden, das 3:0. Das geht natürlich auf die Kappe von Lenais. Stockfehler. Dadaschow sieht Suljic. Und der Mann, der in der vergangenen Spielzeit 10-mal getroffen hat, freut sich über seinen ersten Streich. Das 3:0 ist natürlich die Entscheidung und ist auch der Endstand in dieser Begegnung. Heiner Backhaus freut sich trotz großen Umbruchs über 3 Punkte. Wir hatten 9 neue Spieler in der Startelf und deswegen müssen erstmal die Basics wie Leidenschaft, Aggressivität, Laufen, Kratzen, Beißen und jeden Millimeter Boden kämpfen, das muss da sein. Das haben wir 15 Minuten nicht gemacht. Ansonsten war es von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr, sehr gute Leistung. Wir hatten 4, 5, 6 sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und das ist das, was mich da, sagen wir, uns auch, mich persönlich auch ärgert, ist, dass wir uns da nicht belohnt haben mit dem Torerfolg. Und die Tor-Gegentore, das war jetzt nicht super herausgespielt, sondern es waren am Ende 3 Eier, die wir uns selber reingelegt haben. 3 Eier für den FSV Zwickau, 3 Punkte für den BFC Dynamo. Die Fans, sie feiern Frick, aber er alleine
Er wird es in dieser Saison nicht richten können.